mein Gott! Scheiße, ich bin so gespannt, wie es jetzt weitergeht. Und hi Foxy, hi Süße. Freut mich, dass du es wirklich geschafft hast. Und ja, Cecil, ich weiß, dass du weißt, wer das ist. Ja. Wie auch sonst. Also, ja. Nimm Please. seine Hand. Wir nehmen seine Hand. I screwed up. Komm schon, Sam, Randall bitte. should be the one laying there, not your brother. I can't undo what I did, but maybe I can help. I owe you, both of you. Hilf uns bei der Flucht, bringt euch Please. selbst nicht in Gefahr. Anything. How do I know you'll be helping me and not Norma? Because I want to make Nein, this das wollte right. ich auch gar nicht You sagen. can't. Is he still breathing? Jonas. I thought you'd have more time. What do you mean? Oh no. Just go. But he might warn Norma. I won't. I want out of here as much as you do. Yeah. Okay. Let's find Pete and get the hell off this boat. Okay, sie werden uns helfen. Gut, wir haben Verbündete gewonnen. Aber ja, um welchen Preis? Thanks, Michonne, for stopping me. Ja, Sam, du As hättest es much as I bereut. wanted to, for what he did. Er hat I'm es nicht glad I verdient didn't zu kill sterben. Zachary. You need to learn the difference between who's innocent and who's guilty. Zachary wasn't to blame. Then I can take a pretty damn good guess who is. Du weißt genau, wessen Schuld es ist, dass dein Bruder tot ist. Du weißt es ganz genau. Okay, wir haben Sams Bruder verloren, aber vielleicht haben wir drei Verbündete gewonnen. Du hast dich sehr beeilt, heimzukommen. Ja, ich hab's schon gesehen. Und es freut mich auch total, dass du da bist. Okay, wir müssen jetzt von diesem Boot hier runter. Müssen wir jetzt töten, oder was? Ach, komm schon. Du hast keine Ahnung, wer das ist. Ich will nicht unbedingt töten. Verdammt. Ach, komm schon. RT. Müssen wir den jetzt wirklich töten? Komm schon, nicht töten. Nur bewusstlos machen oder sowas. Oh mein Gott. Just a flare gun. Let's go. Cecil, halt die Klappe. I couldn't get anything out of him. Zachary was useless. These people just aren't talking. Yeah. Problem is, we still know nothing about him. Ah, get him to talk. Da ist einer. Don't worry. I have to worry. After last time. Ach, wir können hochgucken, okay. It won't go down like that. I swear. It can't. Oh, wir werden entdeckt, wenn wir zu lange oben bleiben. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt nichts falsch gemacht. Ja. Oh Mann. Ich bin sehr aufgeregt. Ich bin sehr aufgeregt. Man merkt es gar nicht. Ah, Pete. Pete erlebt noch. Sehr schön. Und er ist nicht verprügelt worden oder sonst sowas. Und wir wollen Pete befreien und flüchten. You haven't got a chance of getting out of here. Hey, Randall! Scheiße. You wanna tell me how this happened? Zachary! He was guarding the door. Right. Samantha put you up to this? Where is she? Come on. Ich will nur Out with Pete. It. I'm only here for Pete. If you find Sam, you can have her. I'm not letting any of you go. Norma, forget about the girl. We can figure this out between us. I'd like that, Pete. But your friend here seems to have other ideas. Randall, sound the horn. Sure thing. Drop the machete. Fallen lassen, nicht fallen lassen. Ah, scheiße, ich habe eh wieder die falsche Entscheidung getroffen. Jawohl, sehr schön. Sie hat's geschafft. Puh. Oh oh. Oh, komm schon, wir müssen schneller drücken. Oh, komm, nimm die Pistole runter. Jawohl.
Sie zieht das Messer. Oh Gott. Oh shit. Alter. Stay where you are. Norma! Jawohl. Okay. Norma ist weg. Fuck. Komm, wir müssen Pete befreien. Always taking the hard road. You're still alive, aren't you? Ja, gerade ging's nicht anders. Come on. Wir mussten das jetzt so lösen, anders da ging's nicht. Außerdem haben wir uns zwei Verbündete geholt. Shit. Ja gut, das war klar, dass es kommt. Alarm! We got trouble! Is this an attack? What's happening? Mike, where are the kids? Verdammt, ich will niemanden töten, der nichts damit zu tun hat. Verdammte Axt. We're totally screwed. The whole town is looking for us. We'll figure it out. Michonne? Ja, toll. Wir finden eine Lösung, aber erstmal jemand anderen fragen, ob er was weiß, ne? We might have to fight our way out. I think we lost him. For now. Okay, da ist das Boot. Damit müssen wir wahrscheinlich abhauen. There's a boat we can use. We'll take them out if we have to. Them or us. No, we are not killing people. Ja, wir töten niemanden, es sei denn, es geht gar nicht anders da. And I'll find a way back to you. I can reach him. Was? Nein, ich will nicht, dass Pete sich opfert. We have to fight our way out. Pete, they'll kill you. They won't. Doch. Start butchering their people. And our chances of making it out of here, any of us, go down to zero. Ich will nicht. What's best for my crew. That includes you. Oh Gott, ey, ich will niemanden töten. Und ich will auch nicht, dass Pete geht, verdammt. When you get your opening, run. Scheiße. We gotta stop him now. Pete, nein, bleib hier, komm. Scheiß drauf. No, no. Bleib hier. What are you doing? Alter. Could have talked them down. I'm not taking any chances. Oh nein. Get ready. Wenn es darum geht, sie oder wir, dann führt wohl kein Weg dran vorbei. Wir müssen. Ja. Wir müssen töten, obwohl wir es nicht wollen. Was? Oh scheiße, ich war zu langsam. Oh nein! Kacke, ich bin tot. Na gut, okay, das machen wir gleich nochmal. Du riechst nach Hähnchen und Pommes. Ja gut, das wundert mich nicht. Alles gut. Ist nicht so schlimm. Gehst einmal unter die Dusche, alles wieder gut. Okay, nochmal das Ganze, aber diesmal bitte schneller. Wir haben nicht viel Zeit zu reagieren. Jetzt. Kommt, springt vom Boot. Springt runter, los! Oh Gott sei Dank, sie haben es geschafft. Komm schon. Oh nein. Ich hoffe, wir haben sie nicht tödlich verwundet. Ah, okay, der ist tot. Verdammt. Mann, ich wollte nicht töten, aber sie haben mir keine Wahl gelassen. Verdammt. Warum muss es immer aufs Töten hinauslaufen? Pete, komm schnell, beeil dich. You're not gonna shoot me. I bet Norma wants that privilege. Maybe I found you with a bullet in the head. Jawohl. Boah, Pete, jetzt aber schnell weg hier.
wrong guys, it's spreading too fast! Scheiße, er hat den Motor getroffen. Wir werden nicht allzu weit kommen damit. Aber wir sind vorerst entkommen. Und das ist die nächste Errungenschaft. Burning Bridges. Oh mein Gott, das gibt's nicht. Ich wollte nicht töten, aber sie haben uns keine Wahl gelassen. Verdammt. Ich hasse es. Ja, Rose, rest in peace. Genau, rest in pieces. Aber es ist ja gut weitergegangen. Ach ja. Ja, jetzt kommt erstmal wieder das Intro für die erste Folge. Die nächste Folge vielmehr. Ich verbabbel mich gerade ein bisschen viel. Habe ich den Eindruck. Und jetzt, Moment, ich tapp mal kurz raus. Eine Sache, die ich machen musste. Die angesprochene Person, die weiß schon genau, wer gemeint ist. Musste sein. Tut mir leid. Können wir nicht das Intro abbrechen? Können wir das abbrechen? Ich würde das gerne abbrechen. Hallo? Abbrechen? Sieht nicht so aus. Schade. Okay, gut. Intro ist vorbei. Da geht es hoffentlich weiter. Hi, Nick! Schön, dass du auch da bist. Hi! Freut mich, dich zu sehen. Du summst leise die Auenlandmusik. Oh, muss das sein? Oh, Mann. Das würde ich mir jetzt gerade gerne anhören. Das Theme ist echt schön. Du musst lernen, deine Machete stecken zu lassen. Sie hätten dir nicht zugehört. Ich wollte es nicht riskieren, dich zu verlieren. Ja. Hä? Moment. Entschuldigung. Jetzt muss ich mal kurz Pause drücken. Irgendwas stimmt hier nicht. Warum ist Nick bitte kein Moderator? Warum hat er kein Moderatorschwert? You have added? Okay. Kann mir mal einer sagen, warum Nick kein Moderator mehr bei mir im Chat war? Warum ist das rückgängig gemacht worden? Das finde ich gerade ein bisschen komisch. Nick, schreib mal bitte was gerade. Ob du jetzt wieder als Moderator drin bist. Okay, du bist wieder Moderator. Komisch, ich habe dich eigentlich nicht rausgenommen aus den Moderatoren, aus der Moderatorenliste. Komisch, dass du jetzt keiner mehr warst gerade. Wundert mich doch ein bisschen. Ja gut, okay, jetzt ist ja wieder alles gut. Gut, dann machen wir weiter. You can hide out at my house until it's clear. My dad can help you. It's not far. We'll get there before morning. Dein Dad wird uns wirklich helfen. He can really help us. Okay. He's the smartest guy I know. He's got a temper, but I can vouch for you. Nun gut. Gott. Wir haben das ganze scheiß Dorf abgebrannt. Nun werden sie uns alle hassen. Verdammt. Und wenn sie nach Hilfe rufen, dann gibt's noch mehr als nur dieses Lager. Und die Walker sind auch wieder da. Verdammt. Ey, die Sounds kannte ich aber gerade aus Minecraft. Die Schrittgeräusche. In Sicherheit. Okay. Schnell, 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 schnell. Ich will nicht schon wieder erschossen werden. Einmal hat gereicht. Gott. Oh.
Danke fürs Erschießen. How are we gonna do that? Yeah. It's not like we're just gonna walk through those things. Könnten wir schon. Ja, du weißt, wie das funktioniert, mich schon. Du weißt es. Just watch. So schneidet man den Kiefer ab? Das bezweifle ich jetzt mal. Ah, komm, reiß den Arm raus. Ich weiß genau, was du machen willst. Genau wie in der Serie, genau wie in den Comics. So nicht anders, da funktioniert es. Und es funktioniert. Es funktioniert. Now we walk. Now we walk. Stay close. Ja. Jetzt sind wir selber die Walker. Ah, Gott. Vorwärts, vorwärts, immer weiter, nicht stehen bleiben und vorsichtig sein. Wie ein Glück. Okay, Foxy, bis gleich. Michonne, what is it? Etwas in der Herde, was ist nichts? I thought I saw something in the herd. All I see is walkers. I don't think there's anything worse than that. Just keep going. Verdammt! Ich hab's verpasst. I can't believe that worked. Just be glad it did. Oh shit, sie sind da. In the woods, move! Puh. Und da ist die nächste Errungenschaft. Herdenmentalität, okay. Crew's gonna have to wait. We'll circle back when things cool off. Better not take long. Don't like the thought of Oak left unsupervised. There's a shortcut to my house, but you're not gonna like it. It's not as bad as it looks. I know the way up. This will work. How are we supposed to climb this? Carefully. If we survive this, I won't complain about going up the rigging anymore. Craig and I climbed it one by one. But I don't think we have time for that. Follow my lead. Some fucking shortcut. Machen wir mal hier links lang. Ich hoffe, das ist die richtige Entscheidung. Oh, nein!
Halt dich fest! Oh. You okay? Holy shit! Hold on! I got this! I'll meet you up top! Randall! I found him! This way! Go! Shit! Ich habe wahrscheinlich wieder die falsche Entscheidung getroffen. Ich hoffe, Gott. Ja, das kann doch nicht wahr sein, schon wieder. Okay, diesmal sind wir rumgekommen. Oh, Randall, du Wichser. Verzieh dich einfach, du Arsch. Bewege mich schon mit LS. Oh nein. Ohne Quicktime-Events fühle ich mich dann doch jetzt gerade ein bisschen nackig. Oh mein Gott, komm. Almost there. Nein! Komm, nur ein Schulterschuss, du wirst überleben. Ja, komm, werde da schlagen davon. Ah, shit, wir stehen ja noch drauf. Fuck! Fucking gun. Glück gehabt. Einen hat's erwischt. Von den anderen. Komm, ist nur... Achso, halten. Ist nur eine Schusswunde in die Schulter. Damit kannst du weiter. Michonne? You'll be alright, Sam. I'm gonna get you home. Und schon wieder eine Errungenschaft. Geht Schlag auf Schlag hier. Ach Gott. Ist das anstrengend. Meine Nerven, ey. We're not far. Immer direkt den Kopf ab, so muss sein. Ich wünschte, das wäre in den anderen Walking Dead Episoden mal so gelaufen. I found Norma's place a while back, when it was just a couple of boats anchored to a pier. They had some supplies just sitting out and Norma caught me. I didn't think she was going to, but she let me go. And now Greg is dead. Don't beat yourself up, Sam. But you stole from them again? I got greedy. We were desperate. Norma, I never should have pushed her. Strikes me as a woman who doesn't like to be pushed. This last time, I thought we could just hide this stuff on the ferry. But Greg, he didn't think it was safe. I should have listened. God, I'm dizzy. Thanks. A clear path. You're not looking so good. I feel... even worse. Talking helps. I don't want to black out on you. Stay with us, Sam. You sure your house is safe? I think so. It's kept us alive for the past... however long it's been. It's hard to find. That's our only real defense, though. We've been lucky. Right now, I'll take whatever we can get. Yeah!
Ah, Walker, schon wieder. Ja, schönes Auge. Mir fällt gerade mal so auf, dass es dieselben Walker sind, großteils, die auch schon in den alten Episoden so rumgelaufen sind. Also in Episode 1 und 2. It's too dangerous out here. Ein paar neue sind dabei, aber großteils sind es noch die gleichen. Den, den Michonne gerade erstochen hat, zum Beispiel. It wasn't your fault. What happened to Greg? Ja, es war unsere Schuld. We'll help him understand, Sam. Sometimes you can't make good out of a bad situation. I don't know. How am I supposed to tell my dad about Greg? It's gonna ruin him. I don't know if I can. Sag ihm die Wahrheit. Just ja, sag ihm die Wahrheit. He deserves to know what really happened. Ja, das verdient er wirklich. You don't know him like I do. After Mom, he isn't a fan of bad news. Es tut mir leid, Rose. Es tut mir wirklich leid. Du kannst ja nachher noch weitermachen. Allzu lang dauert es nicht mehr. Wir sind ja schon bei der Hälfte. Sam. Sam, wake up. Nein, sie ist jetzt nicht ohnmächtig geworden. Nein! Scheiße! Kacke! Ja, anscheinend nicht. Oh, fuck. Schon. We gotta go. Oh ja, wir müssen ganz schnell weg. Na komm, auf meinen Rücken. Los, hoch mit dir. Wir müssen ganz schnell hier weg. Eine Falle. Da sollten wir nicht reinlaufen. Was soll das denn? Hä? Was? Ich hatte überhaupt kein Quicktime-Event angezeigt. What the fuck? Ich hatte überhaupt kein Quicktime-Event gerade. Warum bin ich gerade gestorben? Manno. Oh nein, jetzt müssen wir uns das nochmal anhören. Sam. Ich hatte gerade überhaupt kein Quicktime-Event. Oder war ich gerade blind? What the fuck? Kann ja wohl nicht wahr sein. Was? Es kann doch nicht wahr sein. Ich habe doch jetzt gerade zwei... Leute, also irgendwie entweder reagiert mein Controller gerade nicht so gut oder er wird nicht so gut erkannt. Ich habe gerade mehrmals auf die Y-Taste gedrückt und es ist nichts passiert. Das ist ein bisschen störend. Wehbärchen, Foxy. Sam. So, aller guten Dinge sind drei, sagt man so schön. Jetzt klappt's auf jeden Fall. Ich weiß es. Wenn nicht wieder das Quicktime-Event nicht angezeigt wird, das fände ich scheiße. Los! Also bitte! Ah, jetzt aber. Jetzt wird's angezeigt. Ah nee, Quatsch, das hatten wir ja schon. Schon. We gotta go. Jetzt. Sie auf den Rücken und dann müssten wir eigentlich. Oder müssen wir einfach laufen? Hier ist die Falle, genau. Und jetzt? Ich bekomme wieder nichts angezeigt und ich kann mich nicht... Jetzt, okay, gut. Ich bekomme es nicht angezeigt, ich muss einfach nur mich bewegen. Gut zu wissen. Jetzt nur, wie oft ich schon gestorben bin. Ja, da hast du schon zwei Tode verpasst, Rose. Es tut mir leid. Ich bin am Anfang schon zweimal gestorben. Oder einmal? Weiß gar nicht mehr. Ich bin jetzt entweder beim vierten oder fünften Tod schon. Ja klar, Foxy. Du lass dich kaputt. Das war mir klar. Oh, Alter! Mensch! Ganz ruhig! Alles gut! We just want to help this girl. Sam. Is she
dead? Did you kill her? Answer me or I'll shoot!